Warum haben linke Zeitungen so wenig Leserinnen und Leser? Wir haben jetzt hier im Vorfeld schon mal ein bisschen philosophiert über den Begriff wenig. Da könnte sich eine doch tiefschürfende philosophische Debatte anschließen. Aber ich denke, wir verstehen miteinander, wie dieses Thema gemeint war. Wenn ich jetzt noch meinen Spickzettel habe, ist alles gut. So, wir sind hier nicht wenige und ich wage mal zu behaupten, wir haben alle mit Freuden nach der jungen Welt und nach dem neuen Deutschland gegriffen und haben uns doch gefreut, dass das so geklappt hat, dass wir mit den Presseerzeugnissen versorgt wurden. Und jetzt ist auch noch der Freitag eingetroffen. Hier vorne, der ist ja eine Wochenzeitung, der konnte uns also vorher gar nicht zur Verfügung gestellt werden. Das ist also jetzt hier auch. An meiner Seite hier auf dem Podium haben wir Rüdiger Göbel, stellvertretender Chefredakteur der Jungen Welt. Wolfgang Hübner, stellvertretender Chefredakteur des Neuen Deutschland. Und Rüdiger, Wolfgang und Tom Strohschneider, Tom Freitag. Und viele werden ihn auch kennen vom doch sehr interessanten Blog La Fontaine's Linke, wo es also möglich ist, sich mit vielen, vielen Leuten auszutauschen über aktuelle Entwicklungen in der Partei und um die Partei herum. Und ich denke, das wird hier heute auch noch eine Rolle spielen. Wir haben uns das so gedacht, dass wir hier einleitend eine Runde auf dem Podium durchführen und dann aber möglichst schnell auch die Debatte in den Saal öffnen und ihr also auch mit euren Meinungen, Fragen und so euch hier an der Diskussion beteiligen könnt. Nun habe ich ja schon gesagt, wie das mit dem Wort wenige ist. Wir wollen es gerne mal ein bisschen konkreter wissen. Und eingangs frage ich euch also alle dreimal, wer liest eure Zeitungen? Was wisst ihr über eure Leserschaft? Wie ist die zusammengesetzt? Und vielleicht auch, wie sich Abo- und Verkaufszahlen entwickeln. Wer möchte einkommen? Ich kann gerne anfangen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein. Bei niedrigen Auflagen werden die Verkaufszahlen ja immer nicht so gern genannt. Wir machen es hier trotzdem, weil das Niedrigsein ja das Thema der Debatte ist. Der Freitag hat zurzeit eine verkaufte Auflage von etwa 14.000 Exemplaren. Die Verkaufsauflage steigt, also wir haben natürlich eine wesentlich höhere Druckauflage, aber es ist nicht so, dass mehr verkauft wird. Es sind die Abos und Kiosk-Exemplare. Die Entwicklung war in den letzten anderthalb Jahren leicht positiv. Es gab ja, das ist vielleicht einigen bekannt, vor zweieinhalb Jahren einen Besitzerwechsel bei uns. Wir waren vorher eine Zeitung, die von einer Verlegergruppe aus Privatpersonen getragen worden ist, der Samstagsgesellschaft. Wir sind heute eine Zeitung, die von einem Verleger getragen wird, das ist Jakob Augstein, dessen Vater den Spiegel gegründet hat. Was wir über unsere Leserschaft wissen, es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die in den letzten Jahren gemacht worden sind, sowohl beim alten als auch beim neuen Freitag. Methodisch ist das alles immer ein bisschen fragwürdig, das hochzurechnen. Man kann eins sagen, wir haben im Westen wie im Osten etwa genauso viele Leser. Wir haben einen relativ großen Teil von Lesern, die so zwischen 40 und 50 sind, aber auch gerade im letzten Jahr sehr viele junge Leser dazugekommen. Und wenn man sozialstrukturell vielleicht angehen möchte, ist es so, dass wir natürlich als Wochenzeitung, auch aufgrund der Tradition des Freitags, relativ viele Akademiker unter unseren Lesern haben. Es gibt eine ganze Reihe von Altlesern, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, also Menschen, die uns schon seit Anfang der 90er Jahre lesen, teilweise auch den Vorgängerzeitungen, den beiden, noch treu sind. Und wir sind vor allen Dingen in großen Städten, in Universitätsstädten gut verkauft. So viel vielleicht ganz kurz zum Freitag. Eine Nachfrage zu der Zahl. Da sind jetzt die Abonnenten mit drin in der Zahl, ja? Ja, genau. Also die 14.000 sind die gesamtverkaufte Auflage. Das sind Abonnenten, die liegen etwa bei 12.500 und 1.500 des Kiosk. Vielen Dank. Machst du gleich weiter? Ja, also Deutschland hat eine ganz andere Vorgeschichte als der Freitag, das würde ich ja wahrscheinlich nicht erklären. Die Auflage war früher auch mal ganz anders, da gibt es eine gewisse Parallele zur jungen Welt. Also zu DDR-Zeiten hatten die beiden Zeitungen jeweils über 1 Million Leser, die
die sich auch natürlich nicht auf den freien Markt reportiert hat, wie das heute ist. Wir haben heute eine Auflage von 40.000 ungefähr. Der große Teil davon, der Leser, ist in Ostdeutschland, in den neuen Bundesländern und Berlin. Ungefähr 5.000 bis 6.000 Leser haben wir, also zahlende Leser haben wir in den alten Bundesländern. Kioskkäufer haben wir relativ wenig, das sind so 3.000 bis 4.000 täglich. Die Masse sind Abonnenten, was für den Verlag gut ist, weil bei einer Zeitung, bei einem Verlag, der nur eine Zeitung hat, ist finanziell, bleibt beim Abonnement einfach mehr übrig, als wenn einer an den Kiosk geht, da geht das meiste Geld für den Kassisten, für den Handel weg. Die Auflage sinkt leider immer noch kontinuierlich. Der große Absturz war Anfang der 90er Jahre. Es ist uns seitdem nicht gelungen, das vollkommen zum Stoppen zu bringen. Es ist nicht mehr in diesen dramatischen Ausmaßen natürlich. Der Abonnentenschwund, der hat was zu tun mit der Altersstruktur, die bei uns eben ungünstig ist. Ich will mich nicht über ältere Leser beklagen, wir brauchen jeden, aber wir haben eben im Durchschnitt sehr viele alte Leser und wenig junge. Das hat ganz verschiedene Ursachen, über die wir noch reden können. Und die sind einerseits unser Kapital, weil es trotz aller Kritik, trotz aller auch heftigen, manchmal wüsten Kritik, die uns erreicht, eben trotzdem eine große Verbundenheit, eine große Treue der Leser gibt. Aber es ist eben extrem schwierig, nicht nur für uns, aber auch für uns neue und vor allem jüngere Leser zu gewinnen. Im Prinzip gehen ja heutzutage Zeitungsverlage davon aus, dass man bei Tageszeitung wenigstens unterhalb von 35 oder 40 Jahren kaum noch Erfolg hat mit dauerhaften Lesergruppen. So ist das leider. Und damit kämpfen auch wir. Schönen Dank. Und jetzt die junge Welt, die ja von der Geschichte her, die sicherlich die meisten hier im Raum wissen, also die Zeitung der FDÖ gewesen ist und auf diesem Weg dann eben auch zu den hohen Auflagenzahlen gekommen ist. Ja, wie sieht es heute aus? Zunächst auch vielen Dank für die Einladung. Es ist nicht selbstverständlich, muss ich sagen, dass die junge Welt zur Veranstaltung der Linkspartei eingeladen wird. Von daher freue ich mich umso mehr auf die Debatte. Ich habe am Anfang, als die Einladung auf uns zukam, gefragt, naja, die Fragestellung, warum erreichen wir denn so wenige Leser, ist vielleicht für die junge Welt untypisch, weil wir zumindest von leichten, aber tendenziell Zuwachsraten ausgehen. Wir hatten, wie Wolfgang Hübner es schon gesagt hat, zu Zeiten der DDR eine Millionenauflage. Das ging in den 90er Jahren rapide runter, als ich 1997 zur Zeitung kam. Da wussten wir am Anfang des Jahres nicht, ob wir Mitte des Jahres noch als Zeitung auf dem Markt sind, erscheinen können. Und das hat sich so ab Mitte der 2000er Jahre geändert. Seitdem hat sich stabilisiert und wir haben leichte Zuwachsraten. Wir haben momentan eine Tagesauflage von 17.000 Exemplaren. Am Wochenende ein paar mehr, da wenn wir Aktionen haben, wir sind häufig auf Demonstrationen. Bei großen Demonstrationen werden dann auch mal ein paar tausend Zeitungen verteilt. Das begreifen wir als Werbemaßnahme. Ganz klar, wir versuchen auch sozusagen in den Kreisen von Leuten, die politisch interessiert sind, die aktiv sind, neue Leser zu gewinnen. Wir haben sozusagen am Anfang, als ich dazu kam, ich bin Wessi, war es in den 90er Jahren das Problem, dass im Westen die Zeitung kein Mensch kannte, also die Linken. Das war eben eine Zeitung aus dem Osten. Und im Osten konnte man relativ leicht Werbung machen für die Zeitung. Wenn man da war, wusste sofort jeder, ach, die junge Welt, euch gibt es noch. Die konnte man gut finden oder schlecht finden, aber sozusagen man wusste, das ist eine Tageszeitung, das ist keine rechte Tageszeitung. In vielen Kiosken wurde man dann immer mit der Jungen Freiheit verwechselt vom Kioskbetreiber. Einfach vom Namen her. Das hat lange gedauert, so eine mühselige Arbeit. Aber mittlerweile ist auch so, dass wir im Westen bekannt sind. Wir sind allerdings in vielen Kommunen im Westen tatsächlich nur am Bahnhof, Bahnhofskiosk zu beziehen. Das ist in Berlin, in vielen ostdeutschen Städten anders. Da sind wir flächendeckend an den Kiosken. Und das ist sozusagen eine Voraussetzung, dass man das Leserinnen und Leser, potenzielle Interessentinnen und Interessenten zur Zeitung greifen, dass sie die auch finden am Kiosk. Das ist sozusagen noch ein Problem, dass wir dann in vielen Städten im Westen des Landes unterrepräsentiert sind. Wir merken aber überall dort, wo wir Kampagnen machen, Aktionen machen, wir haben so Schwerpunktaktionen, zum Beispiel jetzt letztes Jahr bei den Wahlen in Nordrhein-Westfalen, haben wir uns ein paar Städte ausgesucht und dort waren wir eben an Mitfasssäulen präsent. Da merken wir sofort einen Zuspruch. Das ist immer auf einem niedrigen Niveau. Natürlich, aber wir haben da Zuwachsraten, so wie wir was machen. Die Voraussetzung ist eben, dass die Leute wissen, es gibt die Zeitung. Und dann haben wir da ein ganz gutes Standing in den Linken. Es könnte besser sein. Und sozusagen
sehr positive Zuwachsraten haben wir im Internet. Wir haben jetzt ein freiwilliges Internet-Abo. Also man kann die Zeitung fast zu 100% online lesen. Es gibt 3-4 Artikel, die pro Tag gesperrt sind für Online-Nutzer. Da muss man sich dann registrieren. Die sind allerdings 24 Stunden später auch für alle wieder frei und sind dann für 3 Monate auch frei zugänglich. Danach wandern sie ins Archiv und da müssen wir dann auch wieder online Abonnenten sein. Und da haben wir sozusagen, da liegen wir dicht hinter der FAZ, was das Volumen der Online-Abonnenten betrifft. Und wir haben sozusagen fast genauso viele Leser im Internet. Also ich habe jetzt kurz bevor ich losgefahren bin, nochmal unseren Internetredakteur gesagt, er sprach von 15.000 Zugriffslesern oder Zugriffen aus 15.000 verschiedenen Rechnern am Tag, die allerdings nur 3-4 Artikel dann anklicken. Also dann zum Beispiel nicht so ein Tageszeitungsleserverhalten an den Tag legen, dass man einfach die Zeitung mal durchblättert. Das hat Vorteile für uns, weil der Online-Bereich ja sozusagen keinen großen Mehraufwand darstellt für uns. Die Zeitung wird erstellt, es erscheint 1:1 im Internet, es sind keine Kosten mit verbunden, wie bei den Druckauflagen. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn zu viele das kostenfrei nutzen, weil die Redaktion ja schlussendlich auch bezahlt werden muss. Also die Zeitung wird von den Printlesern getragen, ganz klar. Vielen Dank. Auch jetzt nochmal an meine Gäste hier vorne. Sicherlich ergibt sich das, dass wenn wir über Tageszeitung reden, auch über Internet sprechen. Wir werden uns mit dem Internet intensiv beschäftigen und zwar ab 16 Uhr, ab 16.30 Uhr. Seid gerne eingeladen, da auch mit dabei zu sein, wenn ihr die Zeit dazu habt. Aber jetzt wollen wir uns wirklich auf die gedruckte Zeitung konzentrieren. Unsere Frühlingsakademie steht ja unter dem großen Thema Hegemonie. Wir haben uns mit Gramsci befasst, sind dabei, das zu vertiefen und unter verschiedenen Aspekten zu untersuchen. Und dort gliedert sich, also da kommt man zwangsläufig auf so eine Frage, wie kommen Linke zu Hegemonie und welche Rolle können dabei Zeitungen spielen. Und deshalb jetzt also erst nochmal auf dieses Wenige zurück. Teilt ihr denn die Einschätzung, dass linke Zeitungen nur wenige Menschen erreichen und was ist da eure Meinung, warum das so ist? Ja, angesichts der Tage, die hier genannt wurden und angesichts der Bevölkerungszahl in Deutschland muss man das ja teilen. Also alles andere wäre Quatsch. Über die Ursachen wird natürlich auch in den Redaktionen diskutiert. Ich weiß es von uns und ich vermute stark bei den anderen beiden Redaktionen auch, weil ja jede Redaktion immer auf der Suche nach neuen Lesern ist und sich fragt, wie kann man die erreichen und zwar in einer Weise erreichen, dass die dann auch bereit sind, die Zeitung zu bezahlen. Interesse ist schön, aber bezahlt werden muss eben auch alles. Auch eine Redaktion muss ihre Leute bezahlen, das ist ja gerade gesagt worden. Und es wird nichts billiger. Überall werden Tarife erhöht und deswegen müssen leider auch solche Zeitungen, die es nicht gerne machen, gelegentlich mal eine Preiserhöhung vornehmen. Also was kann man tun? Man kann nur versuchen, also ich kann jetzt für das Neue Deutschland sprechen, wir können nur versuchen, eine Zeitung möglichst so interessant zu machen, und zwar mit unserem Standpunkt, mit unserer Haltung möglichst so interessant zu machen, dass sie nicht nur ein ganz kleines linkes Kernpublikum erreicht und dass sie so gemacht ist, dass die Leserschaft, die wir haben, damit einverstanden ist. Änderungen sind immer schwierig. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und sobald sich an einer Zeitung was ändert, und wenn es nur Kleinigkeiten sind, hat man sofort Proteste auf dem Tisch. Da kann man machen, was man will. Es gibt Leute, die finden die Änderung gut, es gibt immer welche, die finden auch Kleinigkeiten schlecht und drohen mit Abbestellung. Und gleichzeitig muss man eben, indem man sich immer wieder neu erfindet und erneuert, versuchen, neue Leser anzusprechen. Das kann mal sein, dass man inhaltlich was ändert, indem man eine Seite neu profiliert. Das kann sein, dass man umstrittene Sache plötzlich anfängt, auf Seite 1 bunte Bilder zu drucken und nicht mehr schwarz-weiß, um am Kiosk vielleicht mehr Aufmerksamkeit zu erzielen. Und man muss eben, was die linke Zeitung für unsere mit dieser inhaltlichen Nähe zur Linkspartei betrifft, auch ständig in der Diskussion sein und zusehen, dass man die Vorgänge in der Linkspartei so abbildet, dass sie für Interessenten interessant zu lesen sind, dass sie sich informiert fühlen, dass sie möglichst auch das Gefühl haben, hier werden sie exklusiv informiert, hier wird nicht bloß abgeschrieben, was andere machen. Und dass Konflikte so wieder gespiegelt werden, dass die Leute vielleicht auch Argumente an die Hand kriegen, mit denen sie selbst hantieren können, die für sie handhabbar sind. Ich glaube, das ist so der Nutzwert, der so eine Zeitung haben kann. Wir müssen nicht versuchen, die Regionalzeitung nachzumachen. Das trifft wahrscheinlich auf alle hier zu. Also der Freitag braucht nicht versuchen, den Stern nachzumachen. Wir müssen nicht versuchen, Regionalzeitungen, die sehr, sehr starke Leserzahlen haben, nachzumachen oder auch andere regionale Zeitungen. Wir müssen versuchen, in diesem linken Segment
interessant zu sein. Das ist das Erste, was nötig ist. Ja, man muss vielleicht die Frage, in welchem Verhältnis linke Zeitung zur Hegemonie stehen und so weiter, die ist ja gar nicht so einfach zu erklären. Man muss vielleicht sich über die Begriffe irgendwie mal klar werden. Das ist eigentlich eine linke Zeitung. Und das ist in erster Linie eine Frage der Selbstbeschreibung. Der neue Verleger nennt sich im Zweifel links. Ich habe für mich diesen Zweifel nicht. Ob andere das so bewerten, weiß ich nicht. Die Zeitung als Kollektivsubjekt würde sich wahrscheinlich auch tendenziell links nennen, aber mit ganz unterschiedlichen Bewertungen, also sozusagen aus der Perspektive der Zeitung. Was die Hegemonie angeht und die Rolle von linken Zeitungen darin, ich habe mal nachgeguckt, die Linkspartei hatte beim Bundestagswahlen 2009 nur 5,18 Millionen Zweitstimmen. Wir sind jetzt hier zusammen auf, keine Ahnung, 65.000, 70.000 gekommen. Es gibt ja Leute, die nicht gleich die Augenbrauen hochziehen, wenn man jetzt in den größeren Sektor der linken Zeitung die Taz vielleicht noch einbeziehen würde oder andere regelmäßigere Publikationen wie den AK, die kämen so oder so nur auf einen sehr, sehr kleinen Anteil in dieser Wählerschaft. Was die Frage der Rolle von linken Zeitungen für die Gestaltung oder für die Verschiebung von Hegemonie angeht, bin ich mir sehr unsicher. Ich habe eine Beobachtung für mich gemacht, die im Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Finanzkrise war. Es deutete sich ja an, dass es, sagen wir mal, Risse im neoliberalen Fundament gab, die sich darin ausdrückten, dass man plötzlich in der FAZ eine längere Debattenserie über die Zukunft des Kapitalismus lesen konnte, in der natürlich die Zukunft von vielen hell strahlend und möglicherweise auch mit deutlich angezogeneren Zügeln beschrieben haben. Aber es gab plötzlich auch Leute, die über Akkumulationstheorie in den sogenannten bürgerlichen Zeitungen schrieben und so weiter und so fort. Also es gab eine Veränderung in dem, was man Hegemonie nennen könnte, die ist politisch nicht, also in diese Lücke ist aus meiner Sicht politisch nicht reingestoßen worden. Da muss die Linkspartei auch überlegen, was ihr Anteil an dem nicht hineinstoßen war. Die Zeitungen müssen es aber auch überlegen. Nun ist es so, dass wir uns, ich gebe das zu, als Redaktion natürlich erwartet hatten, dass wir in gewisser Weise davon profitieren. Ich weiß aus dem Zeitungsmann, ich war auch früher beim ND, dass zum Beispiel Kriege für linke Zeitungen gut sind. Das ist ein furchtbar zynischer Satz, aber es sind Zeiten, in denen sich Leute für bestimmte Themen interessieren, die von, wo es eine gewisse Markenkernerfahrung gibt und sie greifen dann vielleicht mehr auch zu einer explizit linken Zeitung, insbesondere dann, wenn zwischen der Mehrheitsmeinung und der veröffentlichten Meinung großer Riss ist. Das war ja am Anfang zum Beispiel Irak, Afghanistan eindeutig so, inzwischen ist es nicht mehr so. Nun muss man sagen, mal abgesehen jetzt von Markteffekten, kann ich jetzt für den Freitag zumindest nicht sehen, dass wir in übermäßigem Maße von diesem offenen geistigen Fenster profitiert hätten, auflagenmäßig. Ja. Ich weiß es von den Kollegen, zum Beispiel der Blätter für deutsche internationale Politik, eine Zeitung, die völlig ohne Bilder auskommt und so weiter, was unter Kollegen eine ganz interessante Debatte ist, die haben ihre Auflage deutlich gesteigert. Zeigt mir, dass also mit bestimmten hegemoniepolitischen Veränderungsprozessen ein größeres Interesse für bestimmte Analysen, für bestimmte Hintergründe und so weiter da ist. Linke Zeitungen erreichen nur wenige Menschen. Es gab viele Versuche, das zu ändern. Ich weiß nicht genau wann, da bist du besser auskunftsfähig, Rudiger. Es gab aber in den 80er Jahren mal oder 70er Jahren mal versucht, so eine Art Massenzeitung in den Kiosk zu bringen. Da ist richtig viel Geld investiert worden. Es hat nicht funktioniert. Ich glaube auch, man könnte eine noch so gut ausgedachte linke Zeitung nicht einfach nur aus dem hegemoniepolitischen Willen oder selbst aus dem verlegerischen Willen an den Markt bringen. Es funktioniert einfach nicht. Es ist kein Produkt, was man irgendwie man sagen kann, hier links ist toll, bitte kaufen. Sondern es hängt ganz stark davon ab, was sich in der Gesellschaft rührt. Also die Auflagen der Zeitung sind noch ein bisschen so ein Spiegel davon. Dass wir andere Probleme noch haben, die wirtschaftlicher Natur sind, dass wir vielleicht auch Probleme mit der Art und Weise, wie man Meinungen und Informationen konsumiert und untereinander vielleicht haben, können wir sicherlich noch drüber reden. Wie gesagt, also mein Eindruck ist, linke Zeitungen spielen natürlich bei der Beeinflussung von so etwas wie Hegemonie im größeren Sinne eine viel geringere Rolle, als sie das gerne möchten, aber sie spielen eine Rolle und bei dem, was man als jüngste hegemoniepolitische Akzentverschiebung ansehen könnte,
hatten die drei linken Zeitungen vielleicht gar nicht so einen großen Einfluss. Was nicht heißt, dass sie innerhalb des linken Spektrums ihren Einfluss auch oder sozusagen ihren Meinungseinfluss vielleicht ausweiten konnten. Schönen Dank. Ja, das ist hier ein bisschen spannend mit der Struppe, aber es ist lange. Man muss vorausschicken, Wolfgang hat es angedeutet, die Masse der Zeitungen sind Regionalzeitungen, die gekauft und gelesen werden aus einem unmittelbaren Informationsbedürfnis heraus. Und nach meinem Eindruck und was ich aus Schilderungen weiß, kommt die Linke in den Regionalzeitungen, in den Regionalteilen, wenn über Veranstaltungen berichtet wird oder ähnliches, nicht so schlecht weg wie in den überregionalen Zeitungen. Also das hatte mir der Manfred Sohn aus Niedersachsen erzählt, da die überregionalen Seiten, die haben natürlich fleißig immer auf die Linke gedroschen in ihren Kommentaren und sonst was, aber über die ganzen Veranstaltungen während des Wahlkampfes, da wurde dann eigentlich relativ objektiv berichtet, weil viele der Redakteure, der Autoren und Autorinnen gar nicht mehr fest angestellt sind, die sind freie zu Bedingungen, wie sie sozusagen bei der Jungen Welt existieren, also weit unter Tarifniveau, Selbstausbeutung. Bei der Jungen Welt ist es mit Idealismus verbunden. Bei den anderen Zeitungen, die machen ja kräftig Profite mit einem Profitdenken, da wird es eben auf Kosten der Autoren gehandelt gemacht. Sodass da eine gewisse Sympathie oft bei den Autoren in den Regionalzeitungen wohlgemerkt, bei freien Autorinnen und Autoren vorhanden ist, im Vergleich jetzt zu überregionalen Zeitungen, festangestellten Redakteuren, da muss man immer sehen, die verdienen sehr gut, die haben auch vieles zu verlieren. Wenn die zu links werden, dann gibt es Probleme mit dem Herausgeber oder der Chefredaktion oder den Ressortleitern. Also das ist, dass da sozusagen eine tendenziell anti-linke Tendenz vorhanden ist, wird niemand schwer bestreiten. Wolfgang und ich, wir werden für unsere Zeitung, beim Freitag weiß ich es gar nicht mehr so genau, weil der Herausgeber Augstein natürlich ein anderes Renommee hat aufgrund des familiären Hintergrundes, aber die Junge Welt und das Neue Deutschland, wir werden zum Beispiel zu keinen Talkrunden eingeladen. Das wäre ja eigentlich mal interessant. Anne Will, Mayweather Illner, andere. Man fragt sich immer, das sind immer die gleichen Leute. Es wird ja eigentlich niemandem wehtun, wenn man einmal im Quartal, und das ist ja nicht oft, einmal im Quartal jemanden vom Neuen Deutschland oder der Jungen Welt, einfach damit es mal ein bisschen bunter wird, einladen würde. Das wird nie passieren. Beim politischen Frühschirm mehr ähnliches. Da ist die Taz eingemeindet natürlich. Und beim Freitag, da gehört eben einfach die schillernde Persönlichkeit des Herausgebers dazu, der dann eben auch bei Spiegel Online seine feste Kolumne hat, was werbemäßig für die Wochenzeitung gut ist, aber auch gut sozusagen für linke Ideen, also dass die zu einem Forum publiziert werden können. Also ich meine, ich will da gar nicht abfällig oder negativ drüber reden, ich begrüße es, dass er diese Chance nutzt und da seine Kolumne hat. Und das muss man natürlich immer sozusagen im Hinterkopf haben, wenn wir hier über Printmedien reden. Wir führen sozusagen ein randständiges Dasein, aber für die Linke und für politisch Interessierte sind wir unheimlich wichtig. Und da werden wir auch wahrgenommen, ich weiß es aus der Leserschaft der Jungen Welt, es sind Junge wie Alte dabei, also wir haben viele, die sozusagen noch aus alter DDR-Zeit alle jenen Wendungen mitgemacht haben und treu geblieben sind. Der Zeitung sagen, die will ich eben morgen lesen, und die haben schon für ihre Enkelkinder Abos abgeschlossen und dann ganz Junge, die jetzt so in der Antifa-Arbeit anfangen, die Zeitung auch mögen. Wir haben auch viele Linke, die uns hassen, die dann eben aus grundsätzlich ideologischen Gründen gegen uns vorgehen, aber es ist klar sozusagen, über dieses enge, engagierte Segment kommen wir momentan nicht heraus, einfach weil uns die Möglichkeiten fehlen, um auf die Zeitung aufmerksam zu machen. Wir können keine millionenschweren Imagekampagnen machen, wenn der Springer-Konzern oder Bauer-Konzern eine neue Wochenzeitung etablieren wird, dann werden da Millionen aufgewendet. Die Financial Times Deutschland ist bis heute ein Zuschussprojekt, das waren mehrere Millionen, die da aufgewendet wurden, damit die am Markt etabliert werden kann. Und wir gehen zum Beispiel davon aus, wenn die Junge Welt heute verschwindet, selbst wenn das Neue Deutschland aufgrund sinkender Leserzahlen eingehen würde, wenn sie sich nicht mehr halten könnten, es würde nicht mehr möglich werden, eine neue linke Tageszeitung neu zu etablieren, auf den Markt zu bringen. Und da kann man natürlich nur versuchen, sozusagen für diejenigen
so interessant wie möglich zu sein und die auch so ein bisschen als Werbepartner zu gewinnen, dass sie auf die Zeitung aufmerksam machen. Und das Erstaunliche ist ja, dass man sozusagen innerhalb der Partei, wenn man es jetzt mal auf die Linke verengt und nicht die Linke, auch die außerparlamentarische Linke, dass wir da sehr wohl und sehr genau wahrgenommen werden. Also wenn die junge Welt da dem einen oder anderen Genossen auf die Füße tritt und einfach nur was von der Wochenzeitung dokumentiert, dann tut es dem häufig weh und es werden dann rechtliche Schritte erwogen. Oder sagt, naja, wenn es da nur in der Wochenzeitung erscheint, in Hamburg, dann nimmt es ja kaum jemand wahr in der Partei. Aber wenn es ihr abdruckt, dann liest es ja jeder, dann weiß es ja, weil es dann noch über die E-Mail-Kanäle geht. Also insofern bin ich da immer relativ selbstbewusst und optimistisch, sage, wir sind für politisch Interessierte unheimlich wichtig. Und gar nicht mal nur parteipolitisch organisierte und engagierte, sondern politisch Interessierte. Und zwar sehr von Leuten, die kaum Geld haben, bis zu denen, die sehr gut verdienen, die gerne viel mehr spenden würden, wenn sie nicht wüssten, 20% müssen sie dafür dann dem Staat abgeben. Und, aber wir werden dann immer nur auf einem bescheidenen Niveau anwachsen. Es wird sozusagen gar keinen Quantensprung geben, aber es ist so ähnlich wie bei den Linken. Also da hat sich natürlich ein bisschen relativiert. 2005, als es diesen großen Aufbruch gab, den Wahlerfolg zum Bundestagswahl, da hat die junge Welt auch von profitiert. Ganz klar, weil es einfach eine gesellschaftliche Stimmung da war, eine Aufbruchsstimmung. Und da hat man dann beherzt zu so einer Zeitung gegriffen, als jetzt die Sozialproteste sind so am vor sich hindümpeln, wenn man es mal positiv beschreiben will, und vieles andere. Die Partei erscheint nach außen hin nur noch im Zwist und Konflikt, da will man eigentlich auch nicht so viel im Detail wissen. Das macht es natürlich auch für eine Zeitung nicht einfacher, ganz klar. Und weil Tom sagte, ja, der Krieg ist für Linke, für Medien gut, der Spruch kommt ja sozusagen auch von denen, die Geld verdienen wollen. Es verkauft sich eben gut, so wie die nackten Frauen auf der in der Bildzeitung vorne. Also bei jungen Welt würde ich es ausschließen. Wir berichten, wir haben so eine klare Antikriegsposition aufgrund sozusagen unserer politischen Grundhaltung und nicht, weil wir uns davon versprechen, vielleicht mehr Leser zu erreichen. Das Problem ist ja sozusagen, dass bei allen anderen Zeitungen der Krieg so deutlich in den Hintergrund gerückt ist. Jetzt Afghanistan taucht praktisch gar nicht mehr auf in den Medien, seit Libyen bombardiert wird. Und Libyen ist auch in den Hintergrund gedreht. Jetzt ist Strauss-Kahn sozusagen auf hoch. Die Kriege gehen alle weiter. So war es ja auch nicht gemeint bei Ihnen, dass jemand aus Profitdenken Interesse hätte, man bricht der nächste Krieg aus, damit die Zeitung mehr verkaufen kann. Aber es ist ja ein ablesbares Phänomen und ich glaube, das wird auch euch betreffen. Wenn in einer Situation damals, als zum Beispiel der Irakkrieg anfing oder als die Bombenangriffe auf Jugoslawien losgegangen sind, eine breite gesellschaftliche Stimmung da war, wo es ja riesige Protestdemonstrationen gab, das ist ja heute gar nicht mehr vorstellbar bei den jetzigen Konflikten, wo Zehntausende, zum Teil Hunderttausende Leute demonstrieren und es gibt ein Medienmainstream vom Fernsehen über die großen Zeitungen bis zu Nachrichtenagenturen, die das im Prinzip unterstützen, was die Regierung macht und über den Menschenrechtsverbrecher Milosevic geschrieben haben und über Saddam Hussein. Und es gibt im Gegensatz dazu ein paar kleine Zeitungen, die den Krieg von Anfang an kritisieren mit drastischen Worten. Eben damals Junge Welt, Freitag sicher auch, Neues Deutschland. Dann wird natürlich zugegriffen, weil die Massenstimmung eine etwas andere ist, als sie in den großen Medien erscheint. Das ist nur jetzt anders, weil eben leider, muss man sagen, in den Fällen Libyen und anderen vergleichbaren, auch Afghanistan wie Irak, nicht mehr viel passiert und ein Gewöhnungseffekt, also medial passiert, ein Gewöhnungseffekt eingetreten ist, dass ein Großteil der Bevölkerung eben das vielleicht nicht billigend, aber schweigend zur Kenntnis nimmt. Und wenn man sich anguckt, dass also auch zu den jetzigen Bundeswehrplänen kaum was gesagt wird, im Gegenteil, inzwischen der Grünen-Vorsitzende nun also sagt, 10.000 müssen es mindestens sein, vielleicht am besten noch ein paar Soldaten mehr, die für Auslandseinsätze zur Verfügung stehen, dann ist das eben ein Gewöhnungsmechanismus. Da können wir jetzt schreiben, was wir wollen, eine Stimmung, dass deswegen, weil wir das immer noch kritisieren, viel mehr Leute zur Zeitung greifen, die ist leider immer noch nicht da. Ich würde gerne auch mal was dazu sagen, also weiß ich, ob es so missverständlich war, aber was ich natürlich nicht meinte, ist, dass die Redaktion des Freitags darauf wartet, dass irgendwo ein militärischer Konflikt ausbricht, in der Hoffnung, dass wir dann 400 Exemplare mehr verkaufen. So zynisch sind wir auch nicht. Was ich damit sagen wollte, war eigentlich was anderes, dass das macht die junge Welt, das macht das ND, das macht der Freitag, jeder auf seine Weise, mit unterschiedlichen Akzenten. Wir zum Beispiel über
sozialpolitische Probleme, über die Abwälzung der Krisenlasten auf die Mehrheit der Bevölkerung und so weiter schreiben. Harzreform, Proteste. So, egal wie viele Tages- und Wochenthemen wir dazu machen, es wird nicht, weil wir darüber berichten, weil wir dort sozusagen als kollektiver Organisator und Propagandist uns möglicherweise sehen würden, wird nicht deswegen eine Bewegung ausbrechen. Was ich meinte ist, dass Zeitungen dezidiert Antikriegsposition vertreten, in Zeiten, in denen Kriege ausbrechen, am Kiosk sich besser verkaufen, hängt, also sozusagen ist genau das diese gegenteilige Entwicklung. Und deswegen, da hat Rüdiger völlig recht, du hast es ja gesagt, das ist ja wirklich noch sehr freundlich formuliert, was die Sozialproteste in Deutschland angeht und wie sehr man sich da auch müht. Und das machen die Tageszeitungen, das macht die Junge Welt, das macht das ND, vielleicht sogar noch stärker zugegebenermaßen als der Freitag. Allein deswegen würde es keinen Aufschwung auf der Straße geben. Noch einen kleinen anderen Aspekt kurz, weil wir von Hegemonie gesprochen haben. Rüdiger hat es ja angedeutet. Es gibt ja, man kann ja zwei Hegemonie-Ebenen vielleicht betrachten. Das sind große, gesamtgesellschaftliche und die um Hegemonie sozusagen ringenden innerlinken Kräfte. Und was nun da diese eine Veröffentlichung aus diesem Hamburger Magazin angesprochen, wegen der ihr einer, also die dann von eurer Webseite verschwinden musste. Ich glaube, dass, ob ich es gut finde, darüber kann man vielleicht noch reden und auf welcher Seite man da steht, wenn man es überhaupt so betrachten will. Aber ich glaube, dass das momentan die Rolle der insbesondere der beiden Tageszeitungen auch ist. Vielleicht auch weniger schon vom Freitag, eher dann auch vielleicht bei anderen seltener erscheinenden Periodika. Dass natürlich die Zeitung, die der Linkspartei auf eine gewisse Art und Weise nahesteht, weil die Linkspartei ist nicht die Linke, zurzeit zum Glück, manchmal würde man sich es andersherum wünschen, dass natürlich dort bestimmte Strömungen, bestimmte Kreise auch über die Zeitung ihre Kämpfe um Hegemonie in der Partei führen. Und die führt, es wird bisweilen mit Mitteln getan, die man diskutieren kann, die man vielleicht auch diskutieren muss. So, also ich will mich da jetzt überhaupt nicht sozusagen zum Schiedsrichter aufspielen, weil man selber Teil dieser Auseinandersetzung ist. Und deswegen würde ich ganz gleich vielleicht mal kurz was sagen, wie sich der Freitag zu dieser Partei. Okay. Ich habe nicht nur in mir ein kleines Fragezeichen, ich sehe es auch in so manchem Gesicht hier. Jetzt müsst ihr uns schon mal noch mal kurz im Klartext sagen, worum es jetzt geht, was da von der Webseite verschwunden ist, was vom Spiegel oder von wem auch immer dort. Also nur einfach, dass wir wissen, worüber ihr geredet habt. Also es war, als es die Auseinandersetzung gab um den Vorsitz von Oskar Lafontaine oder den Rückzug von Oskar Lafontaine, da haben sich ja einige Genossen immer relativ schnell in den Medien zu Wort gemeldet und geäußert. Und es stimmt, da wurde aus der Partei heraus, wurden Medien auch gefüttert. Und Stern.de hatte da eine sehr plastische Schilderung sozusagen mit Mutmaßungen und Vermutungen, wer denn aus der Partei hier sozusagen die, ich sag mal, bürgerlichen Medien füttert mit Anschuldigungen. Was den Parteivorsitzenden betrifft, persönliche Beziehungen und ähnliches. Und da wurde unter anderem der damalige Geschäftsführer Dietmar Bartsch als Strippenzieher, ich habe jetzt den Wortlaut nicht mehr genau im Kopf, als Strippenzieher genannt und der hier eben sozusagen bestimmte Dinge an die Medien durchgesteckt hätte und, oder über andere Mitglieder eben weitergegeben hätte. Und wir hatten Auszüge aus diesem Artikel von Stern.de. Es war in der Hochphase der parteiinternen Auseinandersetzung. Wir haben diese Rubrik abgeschrieben auf Seite 8. Da zitieren wir häufig andere Medien, was die denn schreiben, oder auch mal Bewegungen, wenn die Erklärungen abgeben. Und da haben wir in der Rubrik abgeschrieben, Passagen aus diesem Artikel von Stern.de veröffentlicht. Und dagegen ist dann der genannte Dietmar Bartsch vorgegangen. Er sagt, da werden unrichtige Dinge behauptet worden und es ist sozusagen nicht nur, sind sozusagen die Pressegesetze nicht nur derjenige, der unrichtige Dinge behauptet, also Stern.de, die das ja als Medium verbreitet haben, sondern auch diejenigen, die unrichtige Dinge verbreiten, die Junge Welt in dem Fall, weil sie den Stern.de zitiert hat, können da haftbar gemacht werden. Und da gab es dann das Begehren, Unterlassungsbegehren seines Dietmar Bartsch und eine Gegendarstellung. Wir hatten
in einem Punkt nachgegeben und es kam letztlich nicht zum Streit, zu einem Gerichtsverfahren, sondern außergerichtlich dahingehend beigelegt, dass wir wussten in dem einen Punkt, das werden wir nicht beweisen können. Da hat man einfach sozusagen, da wäre die Quellenlage zu dünn gewesen, da hat man ein paar Informationen dann eben auch von Stern.de bekommen und im anderen, da hätten wir uns durchsetzen können. Da haben wir so beide Seiten einvernehmen und gesagt, gut, man lässt es dann nicht auf den Prozess ankommen, wir nehmen das aber auch aus dem Netz raus. Aber die Reaktion damals war eben sozusagen, naja, wenn es nur bei Stern.de erschienen wäre, da hätte ich mich drüber geärgert, als lieber Bartsch, aber wenn es die junge Welt bringt, dann redet ja die ganze Partei drüber, dann tut es mir weh und deswegen will ich, dass das nicht weiter aufrechterhalten wird. Alles klar. Das ist also ein Ereignis, was schon ein kleines Stückchen zurückliegt. Ich möchte mal einen Satz aufgreifen, Rüdiger, den du vorhin gesagt hast. Das habe ich mir so selber auch noch nie klar gemacht, dass also wenn die Zeitungen nicht mehr erscheinen könnten, wenn sie kaputt gehen würden, aus welchen Gründen auch immer, dass wir dann eine Situation hätten, eben gar keine Zeitung mehr zu haben und dass es eben verdammt schwierig wäre, eine linke Zeitung jetzt neu zu etablieren als Tageszeitung. Das baut jetzt auch so ein bisschen zur Brücke. Und Tom, du hast auch schon angefangen, darüber zu reden, wie nah fühlt ihr euch denn nun der Linken? Und das war ja nun auch schon so ein Zeichen von Nähe, die dann auch zu bestimmten Konflikten führen kann. In welcher Beziehung stehen eure Zeitungen zur Linken? Und ich denke da auch ein kleines bisschen so mit dran an das, was die Partei auch aktuell bewegt. Wir haben diesen Aufruf, Fair Play, und dort steht ja drin, dass unsere führenden Genossen und Genossen sich bitte nur noch in parteinahen Zeitungen äußern mögen. Da wäre jetzt erstmal die Frage, findet ihr das auch gut, so vereinnahmt zu werden? Oder wie seht ihr von euch aus das Verhältnis zur Linken, in dem Fall zur Partei Die Linke? Und Tom, du hattest ja schon angefangen, dich mit der Frage zu beschäftigen. Gebe ich jetzt erstmal an dich. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Freitag in dem zur Rede stehenden Aufruf nicht als parteinahe Zeitung benannt worden. Insofern. Ganz im Ernst, der Freitag ist natürlich auch keine parteinahe Zeitung. Und ich sage das jetzt nicht triumphierend oder weil ich das irgendwie richtig oder falsch finde, sondern weil ich glaube, insgesamt ein bisschen komplizierter ist. Die Meinungsbildung am Freitag, die Themenauswahl, auch die Frage, wie wir redaktionelle Entscheidungen treffen, bei einem relativ schmalen Umfang, ist sehr stark von den politischen Auffassungen der Kollegen mitgeprägt. Da gibt es Leute, die sehr nah der Linkspartei gegenüberstehen, wo ich davon ausgehen darf, dass sie auch die schon mal gewählt haben. Es gibt Leute, die sich als links begreifen, aber in einer relativ großen Distanz zur Linkspartei stehen, die sich vielleicht eher in einem grünen oder sozialdemokratischen Milieu selber verorten würden. Und in diesem Spannungsfeld gibt es Diskussionen, aus denen heraus dann wir auch in unserer Berichterstattung über die Linkspartei nicht inhaltliche, sondern erstmal redaktionelle Entscheidungen ableiten. Also machen wir ein Interview mit Ernst auf dem Höhepunkt der Klaus-Ernst-Krise, sage ich jetzt mal. Oder machen wir sie nicht, machen wir lieber, ja, so. Die Leute, die dann darüber schreiben, haben eine persönliche Meinung zu politischen Fragen, die die Linkspartei betreffen, und die schreiben sie natürlich auch auf. Insofern sind wir nicht parteinah. Wir sind in bestimmten politischen Fragen parteilich. Und oft und zufällig ist es so, dass die Position der Linkspartei ähnlich ist. Wir würden vielleicht in vielen Fragen uns anmaßen, differenzierter oder weitblickender über Dinge nachzudenken, als es sich eine Partei, die in einer Mediendemokratie auch bestimmten Regeln der Konkurrenz unterliegt, erlauben darf. Aber drei Beispiele, ja, die ja
gerade in der innerlinken Debatte immer wieder genannt werden, der Begriff Markenkern. In der Afghanistan-Frage gibt es da keinen Zweifel, in der Frage des gesetzlichen Mindestlohns, obwohl wir da in der Redaktion eine relativ große Debatte darüber haben, weil wir durchaus Leute haben, die schon sozusagen eher von so einem tarifautonomiepolitischen Standpunkt argumentieren und eigentlich nicht dafür sind, die aber gleichwohl sehen, dass die Löhne zur Abwehr dieser sozialen Schieflage auch zur aus Binnennachfrage theoretischen Gründen erhöht werden müssen. Und was Hartz IV angeht, genauso. Also insofern gibt es eine bestimmte Parteilichkeit gegenüber Positionen und in dem Moment, wo diese Positionen mit der Linkspartei kongruent sind, gibt es halt ein Verhältnis, aber es ist sozusagen kein in dem Sinne aktives Verhältnis, dass wir nur danach suchen, welche Position hat die Linkspartei. Die zweite Sache ist, wir sind insofern auf die Partei bezogen, als dass uns die Debatten interessieren, weil die Linkspartei eine wichtige Partei ist, weil ich zum Beispiel ich persönlich, mein Chefredakteur sieht es anders, nicht davon ausgehe, dass sowas wie eine Einleitung in der sozial-ökologischen Politikwechsel, ja, auch darüber, mit diesem Begriff kann man schon reden, allein mit einer rot-grünen Regierung möglich wäre. Wahrscheinlich nicht mal allein mit einer rot-rot-grünen Regierung, aber das ist ja schon eine Wasserscheide für die innerlinke Debatte. Da müssen noch Proteste dazu und so weiter und so fort. Weil diese Frage für uns als Zeitung wichtig ist, für die Person, ist auch wichtig, was darüber in der Partei diskutiert wird. Ganz klar. Also diese beiden Nähen gibt es, aber es gibt natürlich gleichzeitig eine Ferne. Also wir sind eine Zeitung und das andere ist eine Partei. Vielen Dank, Arbeit, Junge Welt wird als parteinahe Zeitung freigegeben für Äußerungen führender Genossen. Es ist, ich glaube, es ist eine gewisse Fehlwahrnehmung. Weil für die Junge Welt ist es zum Beispiel relativ schwierig, in zugespitzten Situationen führende Genossen oder führende Genossinnen als Gesprächspartner zu bekommen, weil die tatsächlich sagen, ich will mich da lieber in der großen Zeitung äußern, wo mich dann eben am nächsten Tag 100.000 Leserinnen und Leser wahrnehmen, beziehungsweise die Agenturen solche Meldungen, wenn jetzt dann die Süddeutsche oder die Saarbrücker Zeitung oder die Thüringer Allgemeine verbreiten, und die Agentur ist in anderen Medien aufgenommen wird, die Junge Welt bei aller Freundschaft oder Liebe, aber dann lieber in den anderen Zeitungen. Also es ist ja nicht so, wenn es so solche zugespitzten Situationen gibt, hätten wir auch gerne diese Spitzengenossinnen und Spitzengenossen, wie es so heißt, aber da haben wir dann oftmals Schwierigkeiten. Und bei parteinahen, parteifern, da würde ich auch sagen, geht es uns wie Tom, wir sind keine linksparteinahe und keine linksparteiferne Zeitung. Wir sind einfach vom Hintergrund her vollkommen unabhängig. Die Zeitung wird von der Genossenschaft herausgegeben. Innerhalb der Genossenschaft sind sicher viele linke Mitglieder auch. Wir haben aber auch viele DKP-Mitglieder. In der Redaktion arbeiten, glaube ich, wesentlich mehr Mitglieder, die auch in der DKP organisiert sind, ohne dass man es in der Zeitung merkt. Ich klage immer, sagt man, wenn man die Linke abbildet, vielleicht hin und wieder auch mal, was da in der Partei passiert, selbst wenn es was Negatives ist. Aber die taucht da ja sozusagen bei weitem weniger auf, also vor allen Dingen, wenn man es im Verhältnis sehen würde zur Parteizugehörigkeit von Redaktionsmitgliedern, als es beispielsweise die Linkspartei ist. Aber die Linkspartei hat natürlich auch eine andere gesellschaftspolitische Relevanz als die DKP, also gar keine Frage. Und wir haben ein paar redaktionelle oder politische Grundpositionen, wir haben eine antikapitalistische Ausrichtung, wir sind gegen den Krieg, und wenn es nicht mit der Linken deckt, mit der Linksparteipolitik deckt, dann erscheinen wir vielleicht linksparteinah. Man könnte aber auch sagen, da ist die Linkspartei nah bei der Jungen Welt. Und wenn das nicht so ist, wenn es in der Partei Versuche gibt, die Antikriegsposition aufzuweichen, dann erlauben wir uns natürlich auch, das zu kritisieren, und da werden wir dann als Feinde der Partei wahrgenommen, weil dann bestimmte Strömungen nicht so gut wegkommen oder ähnliches. Ich selbst habe einen führenden Strömungsvertreter vom FDS eingeladen, er soll doch mal einen Gastbeitrag schreiben zum Nahostkonflikt, nachdem er aus dem Nahen Osten zurück ist. Einfach nur, ich bin jetzt ja nicht dagegen, die Position abzubilden. Wir versuchen ja eigentlich sozusagen für Leserinnen und Leser die Debatten nachvollziehbar zu machen und bei einer klaren eigenen Positionierung. Aber ich muss ja, wenn ich mich an einer bestimmten Position abarbeiten will, erstmal die dokumentiert haben. Also macht ja keinen Sinn, sozusagen immer nur die Kritik dran zu bringen. Da wurde mir zugesagt, der Beitrag steht bis heute aus. Also es
ist jetzt nicht das, sozusagen, die Nachlässigkeit oder die Parteiferne der Zeitung, dass dann bestimmte Positionen unterrepräsentiert in der Zeitung erscheinen. Mir ist es aber zum Beispiel persönlich wichtig, wenn jetzt von Libyen Krieg fängt an, die Linke gibt dazu eine Erklärung ab, dann finde ich es richtig und wichtig, dass die auch prominent abgebildet wird oder nachvollziehbar ist. Da muss ich nicht mit jedem einzelnen Satz, Halbsatz einverstanden sein. Und so geht es mir auch, wenn die Friedensbewegung dazu eine wichtige Erklärung oder überhaupt eine Erklärung abgibt, dann möchte ich natürlich, dass die am nächsten Tag auch die Leserinnen und Leser der Zeitung kennen. Also insofern, das hat wenig mit Parteinähe und Parteiferne zu tun. Ich habe den Aufruf auch nicht so verstanden, sondern eher, also sozusagen in parteinahen Zeitungen zu sprechen oder nur noch mit denen, sondern sozusagen im Sinne der Gesamtpartei nach außen aufzutreten und zu kommunizieren. Und daneben nach meinem Dafürhalten einzelne Genossinnen und Genossen ja eher so, ist keine Werbung für die Partei, die da manchmal veranstaltet wird in anderen Zeitungen. Das ist, also dann, ich möchte auch nicht alles in der Zeitung abbilden, nur weil es von der Linkspartei kommt. Also vieles würde ich, was da in anderen Zeitungen ausgebreitet wird, würde ich gar nicht sagen, dass das so wichtig ist, dass es die junge Welt am nächsten Tag ihren Lesern zumuten muss. Also da ist es vielleicht auch ganz richtig, dass das in anderen Zeitungen kommt. Schönen Dank. Und dann, ja, Wolfgang. Na, ich könnte jetzt manches wiederholen, was Sie meinen anderen schon gesagt haben. Wir sind auch jedenfalls in unserem Selbstverständnis keine Parteizeitung. Natürlich hängt uns dieser Ruf an, einfach aus 40 Jahren DDR, als da Zentralorgan oder Organ des Zentralkomitees im Untertitel stand. Wenn man Leute, die die Zeitung in den letzten Jahren, 20 Jahren verfolgt haben, wissen, dass das nicht mehr so ist. Andere Leute, die noch, da geht es uns ähnlich wie der jungen Welt, sich gerade so erinnern können, dass es die Zeitung mal gab und sich dann wundern, dass es die immer noch gibt, weil sie ewig nichts mehr davon gehört haben. Die haben das vielleicht, das alte Bild noch im Kopf. Und dadurch, dass wir eben ausdrücklich Linke, im Untertitel steht jetzt Sozialistische Tageszeitung, sind wir, und weil wegen unserer breiten Berichterstattung über die Linkspartei, werden wir oft eben auch als Zeitung der Partei oder als eher sehr nahestehende Zeitung identifiziert. Wir selber meinen, dass wir natürlich eine linke Zeitung sind. Wir wollen auch diese Nähe auch gar nicht leugnen. Das ist ja auch, wenn man so will, eine Marktnische, die wir besetzen und weiter besetzt halten wollen. Aber eine Zeitung im Sinne des früheren Sprachrohrgedankens, die Zeitung der Partei, sind wir natürlich nicht. Eine andere Frage ist, wie das von der anderen Seite, also in dem Fall, wenn ich jetzt die Linkspartei betrachtet wird, da gibt es natürlich ein sehr taktisches Verhältnis. Es gibt Leute, mit denen, das ist auch unterschiedlich bei den einzelnen Politikern, es gibt Leute, mit denen kann man in einem normalen Verhältnis zwischen Politiker und Journalist reden. Da gibt es Verständnis dafür, dass jeder seine eigenen Interessen auch hat, wenn man ein Interview macht, wenn man Informationen hin und her schiebt. Und es gibt Leute, die, wie das hier schon beschrieben wurde, auch berechtigt aus ihrer Sicht sicherlich genau überlegen, ob sie mit einer Sache heute in die junge Welt und ins neue Deutschland gehen wollen oder lieber zwei Tage später im Spiegel, im Stern, in der FAZ oder sonst wo. Das kann man bis zum Exzess betreiben und da wird es auch manchmal komisch, aber ich finde, in einer offenen Meinungsgesellschaft muss auch eine linke Zeitung bei einem eigenen Interesse damit einfach leben, dass das so ist. Und insofern finde ich diese ganze Fairplay-Initiative einigermaßen daneben, muss ich sagen. Ich verstehe die Motive der Leute, die sich das ausgedacht haben, weil es über die Diskussion in der Partei, auch wie sie sich dann in der Öffentlichkeit widerspiegeln, natürlich eine verbreitete Unzufriedenheit gibt. Aber ich glaube, das sind in einer Gesellschaft mit einer derartigen Meinungsfreiheit und medialen Offenheit, wie wir sie heute haben, sind das Methoden, die einfach untauglich sind. Selbst wenn ich sagen könnte, gut, das käme uns ja entgegen, wenn die Leute dazu vergattert werden, die nur noch bei uns in der jungen Welt zu reden. Und dann vielleicht noch aufgeteilt nach Flügeln, die eher Linken in der jungen Welt, die anderen bei uns. Das ist trotzdem Quatsch. Erstens hält sich keiner dran und es gibt auch überhaupt kein Mittel, das durchzusetzen. Und zweitens wirkt es für meine Begriffe lächerlich. Hinzu kommt ja, dass eben ein vernünftiges Interview eines Linksparteipolitikers woanders Tatsache wegen der viel größeren Verbreitung eine ganz andere Wirkung haben kann als bei uns, wo man das vielleicht eher sowieso erwartet. Und wo sind denn die Grenzen? Wo zieht man die Grenze? Also wenn eben gesagt wird, man soll keine Partei, jetzt benutze ich mal diese alte Vokabel, keine parteischädigende Äußerung irgendwo anders von sich geben. Wo ist denn die Grenze zwischen einer sachlichen Kritik, die ja auch in einer Parteidebatte nötig ist, zwischen einem persönlichen Angriff und zwischen der Tatsache, dass man vielleicht die Partei wirklich schlecht macht? Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer zu definieren. Und deshalb glaube ich, dass man vom Prinzip her mit solchen Mitteln überhaupt nicht einen Millimeter weiterkommt. Ja, vielen Dank. Erstmal ans Podium. Ich habe schon die ersten Wortmeldungen gesehen. Ja, jetzt. Ja.
So, jetzt ist da draußen ja doch ein bisschen ein Leserforum geworden. Das war nicht ganz so geplant. Wir werden jetzt hier das Grundstück versuchen. Das ist gleichzeitig Appell an euch, das in euren Antworten vielleicht auch wieder zu unserer Ausgangsfrage, also Hegemonie, linke Hegemonie, wie kommen wir da hin und wie können uns die Zeitung helfen und umgekehrt, wie kann vielleicht auch die Partei helfen, sehr interessanter Ansatz. Und es wird nicht möglich sein, und ich werbe jetzt schon für Verständnis, jetzt auf alle Fragen zu antworten. Ihr seid also in der privilegierten Rolle, euch das jetzt auszusuchen, worauf ihr antworten wollt. Wichtig wäre jetzt, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Wir kriegen sonst Ärger mit dem Internet. Ich werde mich kurz fassen, ich kann wirklich nicht auf alles eingehen, weil ich pünktlich zum Zug muss. Wir haben als Junge Welt Wochenende Klausur, wo es gerade um die Verschränkung Internet-Print geht, beziehungsweise Internet-Ausweitung. Ich gehöre zu denen, die sagen, die Junge Welt wird hauptsächlich gelesen wegen ihren Analysen, weil sie vieles gegen den Strich bürstet und nicht, weil sie es als erstes bricht. Da können wir mit viel, da werden wir auch nicht mithalten können. Das kann nicht unser Ziel sein, das muss nicht unser Ziel sein. Und die Schnellschüsse sind häufig dann auch Fehlschüsse. Man sieht im Zweifel dann, wenn man diesem Aktualitätsdruck sich aussetzt, daneben. Und das wird sozusagen eine Gratwanderung. Wie können wir denn sozusagen tatsächlich diese neuen Lesegewohnheiten, die es gibt, damit aufgreifen und sozusagen deutlich machen, die Facebook-Freunde werden die Junge Welt-Artikel halt auch nicht mehr lesen, wenn es die Junge Welt nicht mehr gibt, weil sie irgendjemand muss es bezahlen. Das wird nicht automatisch passieren. Und die Huffington Post ist zu einem Millionenprojekt geworden, nicht ein US-Online-Blog, der führend geworden ist. Der ist jetzt für dreistellige Millionensumme verkauft worden. Nicht, weil so viele Blogger mitgeschrieben haben, sondern weil die natürlich auch die New York Times, die Washington Post-Artikel, die wichtig waren, mit auf der Seite hatten und damit ein rundes Bild hatten. Also das darf man da nie ganz vergessen. Mein Appell ist, wenn es Unzufriedenheiten gibt, weil so ein bisschen die Kritik muss ich ja aufgreifen, gibt, ganz ehrlich, ich sitze in Berlin in der Redaktion, wir koordinieren da irgendwas, wenn da was falsch abgebildet ist, also dann müssen wir das der Redaktion mitteilen. Also es muss nicht immer ein Leserbrief sein, wir haben eine enge Leserblattbindung, also bei uns rufen die Leute dann einfach auch direkt an, sagen, was habt ihr da für Mist gemacht, das ist falsch. Es gibt ja häufig Dinge, da ist man unzufrieden mit dem Ergebnis, mit dem Kommentar, das ist eine Bewertung, oder es gibt halt Dinge, die sind richtig falsch, dann müssen wir es auch richtig stellen, dann müssen wir dann mit den Leuten, die das geschrieben haben, auch ins Gespräch gehen und sagen, also es muss ja zumindest richtig sein, ich muss nicht teilen, was da steht, aber es darf nicht falsch sein. Also da gibt es gar keinen Dissens, gar keinen Streit, aber grundsätzlich hat sich der Charakter der Tageszeitung, nicht nur der Linken, um den Punkt aufzugreifen, geändert. Die Tageszeitungen sind nicht mehr sozusagen das Medium, die als erstes, oder in der Regel für die meisten, nicht mehr das Medium, die als erstes die Nachricht des Vortages präsentieren. Das hat man im Radio gehört, in den Abendnachrichten gehört oder morgens im Radio schon, sondern die natürlich das aus vielem was auswählen, gewichtet. Sozusagen in der Redaktion muss man jeden Tag sozusagen zwischen von 200 Agenturmeldungen die 20 wichtigsten, die man von denen man glaubt, die sind sozusagen wichtig, auswählen, sozusagen in die Zeitung packen und vielleicht auch noch sozusagen gegen den Strich bürsten und aufbereiten. Also da ist sozusagen die Herausforderung, aktuell zu sein, natürlich das mitzunehmen, aber sozusagen mehr zu sein, als jetzt wirklich nur der Radiosender die Heute-Nachrichten, die es abends schon gebracht haben, sondern da wirklich auch eine eigenständige Sicht drauf zu werfen. Und ich mache es an den Leserreaktionen fest, dafür wird die Junge Welt geschätzt, dass sie eben eine eigene Sicht hat. Die muss ich nicht immer teilen, aber sie hat sozusagen, die hat da ihre Sicht und ich weiß da in der Regel auch sozusagen, wie sie vielleicht zu bestimmten Dingen geht oder hoffe es oder weiß dann, es gibt ja viele, die weisen uns darauf hin oder sagen, fordern, Mensch, mach doch mal mehr zu Libyen, da müssen wir doch eine Bewegung aufbauen, sage ich auch, wir können nur das abbilden, was ist, wenn es keine Antikriegsbewegung dazu gibt, wir können es ja nicht herbeischreiben, herbeireden, wenn es was gibt, bringen wir das, aber wenn es nicht vorhanden ist, kann man die Welt auch nicht besser machen, nicht schöner machen, als sie ist. Das wird nicht da, also sozusagen das Problem der Zeitung wird nicht dadurch gelöst, dass die Artikel jetzt kürzer werden oder sie müssen lesbar sein, also man wird immer was kritisieren, was zu kritisieren finde. Ich selbst könnte jeden Tag 2 Stunden meine Unzufriedenheit mit der eigenen Zeitung
diskutieren. Das wird jeder machen können. Es ist immer sozusagen, man hat es am Abend fertig und weiß danach, die Überschrift hätte doch besser sein können. Wir haben einen Kollegen, einen Leser, der schickt jeden Morgen gute Vorschläge, wie die Überschrift auf der Seite 1 besser sein könnte. Ich sage, ja, hättest du das mal gestern Abend um 10 vor 6 geschickt? Weißt du, du hast die ganze Nacht Zeit gehabt, eine gute Überschrift zu überlegen. Wir müssen es manchmal in 5 Minuten machen, da weiß ich, dass es keine gute Überschrift war. Im Zweifelsfall steht eine langweilige Überschrift da drauf. Aber also keineswegs, glaube ich, sollten wir fatalistisch sein als Medien, wie auch als Linke. Und wie gesagt, ganz wichtig ist zu merken, wenn die Zeitungen, und da begreife ich jetzt mal Print und Online in einem, also das wird man nicht mehr trennen können, das macht auch gar keinen Sinn, weil sozusagen Online ist in der Regel momentan, zumindest beim Neuen Deutschland und der Jungen Welt, die Abbildung der Printzeitung plus ein bisschen mehr. Und wir diskutieren jetzt gerade, wie man das mehr ausweiten kann, ohne die Leser zu überfrachten. Weil ich gehöre zu denen, die sagen, manchmal ist es gut, wenn die Junge Welt ein Dokument auf 3000 Zeichen abgeschrieben reduziert und ich nicht 10.000 Zeichen lesen muss. Und oft erfahren wir, Mensch, das habt ihr aber gut gekürzt. Und ich sage, aber hättest du es doch gleich auf 3000 Zeichen schreiben können, dann müssen die Leute nicht 10.000 Zeichen Text lesen. Und das Gegenteil sozusagen von Service wäre, im Internet dann immer nur die Langfassung abzubilden, weil die Leute haben trotzdem nicht mehr Zeit am nächsten Tag das zu lesen, was momentan in 16 Seiten gepresst ist. Okay, wann musst du zum Zug? Ja, 20 Uhr, glaube ich. Ja, dann wird es der Grund gewesen sein, warum der Kraftfahrer hier gerade so aufregend zu mir zeigte, der meinte wahrscheinlich dich. Wir würden dich dann vorsichtshalber mal ganz nett verabschieden, wünschen euch eine erfolgreiche Ja, wir sind ja gleich, aber nicht, dass du deshalb, weil er muss nämlich noch andere Leute abholen und nicht, dass er jetzt denkt, er muss mit anderen Leuten fahren und ohne dich den da hier das verlässt. Ne? Gut. Ja, dann machen wir hier weiter, wenn es geht, kurz, dass wir nicht so sehr die andere Runde nachher beschränken, die also mehr oder weniger 16.30 Uhr anfangen soll. Ich will auch nochmal Konzepte zum Stichwort Online sagen. Natürlich ist das wichtig, das wissen wir ja alle. Wir machen ja auch im Rahmen unserer finanziellen und personellen Möglichkeiten Versuche, die natürlich Anfänge sind gegenüber dem, was andere Zeitungen machen. Aber man muss eben andererseits sehen, dass noch kaum eine Zeitung oder ein Verlag bisher auf den Dreh gekommen ist, wie man damit wirklich Geld machen kann. Am Ende ist es eben Marktwirtschaft und es kommt darauf an, wie man das finanziell umsetzen kann. Da sind riesige Summen verbrannt worden. Und dann sind die Internetseiten gemacht worden, dann sind Apps erfunden worden, jetzt wird das alles für iPad neu gemacht. Das kostet gewaltige Summen, die wir überhaupt nicht aufbringen könnten, sondern also Zeitungen wie unsere, und ich nehme an, die Junge Welt genauso, kann eben nur versuchen, das zu machen, was dann eben technisch sicher ist, wo man weiß, dass man also ein bestimmtes Publikum erreichen kann und wo es Lösungen dafür gibt. Wir können nicht der Vorreiter solcher Entwicklung sein, das geht finanziell überhaupt nicht. Da haben andere Zeitungen Summen in den Sand gesetzt, davon könnte man die Auflage bei uns verzehnfachen. Das geht nicht. Trotzdem werden wir versuchen, das weiterzuentwickeln, aber es wird eben in kleinen Schritten gehen. Und ich glaube auch, dass also diese Voraussagen, dass die Zeitung, die Papierzeitung, nicht mehr lange existiert, die stimmen nicht. Das wird sich ändern, es werden sich die Proportionen verschieben, aber es ist ja schon das Beispiel, was war das vorhin? Videotext, da kann man ja viel weiter zurückgehen. Irgendwann ist befürchtet worden, dass also das Buch verschwindet, weil das Kino erfunden wurde. Und diese ganzen Formen existieren nebeneinander. Nur eben in unterschiedlichen Proportionen. Wir müssen sehen, wie man perspektivisch damit umgehen kann. Außerdem kommt die hier schon mal genannte Komponente noch dazu. Es ist Arbeit und die muss bezahlt werden. Ja. Also zu sagen, ich kriege das alles irgendwo umsonst, das ist auch eine Illusion. Völlig unabhängig davon, wie man Leute für Arbeit bezahlt, sondern du kriegst das, was dich interessiert, aus dem Umsonstbereich. Das kriegst du. Wo Zeitungen glauben, sie könnten, weil sie ihr Image stärken können, weil sie einen Werbeeffekt erzielen können, Sachen umsonst ins Internet stellen. Und die großen Zeitungen auch im englischsprachigen Raum, die ja bei diesen Entwicklungen nur ein bisschen Vorreiter sind, die haben schon zig Wendungen gemacht, alles umsonst, zurück, alles wieder kostenpflichtig, wieder vor, wieder zurück. Und immer hat sich irgendwann herausgestellt, der Kern des Ganzen ist eben noch das Druckgeschäft. Und da muss man sehen, wohin die Entwicklung geht. Was das Stichwort unabhängig betrifft, bei uns steht ja nicht, und bei den anderen hier steht ja nicht unabhängig, die unabhängige Tageszeitung, noch viel weniger steht drüber parteiübergreifend oder irgendein Zeug. Bei uns steht sozialistische Tageszeitung drüber. Das ist eine Zeitung mit einer Haltung und wir hoffen, dass man die in den
Nachrichten, in der Auswahl der Nachrichten, in den Kommentaren und in den anderen Beiträgen und auf den Seiten der Zeitung ablesen kann. Das ist unsere Marktlücke, das ist auch unsere Überzeugung, und da ist unser Publikum, und ich glaube, in diesem Bereich bei linkspolitisierten Menschen können wir versuchen, und da gibt es auch sicher Chancen, Leser zu gewinnen. Warum wir im Westen noch nicht so viele Leser haben, das ist einerseits eine Gewohnheitsfrage sicherlich. Ein Mensch, der aus irgendeinem Grunde plötzlich Linkspartei wählt, weil er Lafontaine gut findet, weil er diese Fusion damals gut fand, ist ja noch lange nicht automatisch deshalb bereit, sich das in den zu kaufen. Warum soll er nicht weiter die Frankfurter Rundschau lesen, wo er ja auch über Vorgänge in der Linkspartei oder über soziale Fragen informiert wird? Das ist die Konkurrenz, in der wir uns bewegen müssen und wo wir mit unseren Stärken, die wir haben, versuchen müssen, uns durchzusetzen. Und dann muss man eben einfach ehrlich sagen, es gibt viele andere Zeitungen, nicht alle, aber viele, die sind auch einfach gut gemacht und die liest man gerne. So ist das. Ja. Zum Beispiel den Freitag. Nein. Ganz kurz drei Sachen. Der Freitag ist so unabhängig wie ein kapitalistisches Unternehmen in der Meinungsbranche in diesen Zeiten unabhängig sein kann. Dass es Spielräume gibt, sieht man daran, dass ja auch andere Zeitungsprodukte von Ein-Mann-Verlagshäusern getragen worden sind. Die sind, glaube ich, noch weniger links als der Freitag. Dass der Freitag sich verändert hat, kann niemand übersehen. Was dabei nicht immer gesehen wird, ist, dass es darüber auch unterschiedliche Meinungen in der Redaktion gibt. Auch in Redaktionen gibt es Hegemoniekämpfe. Und man gewinnt die nicht immer. Wobei ich aber glaube, dass es gar nicht eine Frage ist des Gewinns oder des Verlierens, sondern dass es ein ganz regelmäßiger, stetiger, oft nervender, oft spaßmachender Prozess ist. Und wir ja auch zur Kenntnis nehmen, dass uns Leser verlassen haben. Wir haben allerdings eben unter dem Strich mehr dazu gewonnen. Eine Sache, über die man dann auch nachdenken muss. Die zweite Sache, Ende der Zeitung. Ja, eigentlich ist jeder Tag das Ende der Zeitung bis zu dem Tag. Es gibt dann neue. Und es ist sicherlich richtig, dass sich mit der Ausweitung so einer immateriellen Sphäre ein paar grundsätzliche Fragen stellen, die sich anders stellen als vielleicht bei der Einführung von Videotext. Der Freitag versucht es relativ stark. Diese Verzahnung Print-Online soll sich niemand großen Illusionen darüber hingeben, was das jetzt für die Erlösstruktur eines Verlagsunternehmens bringt. Wir verdienen Geld mit der Zeitung. Und ich bin da so optimistisch wie pessimistisch, weil das passieren kann, was Rüdiger gesagt hat, dass von den linken Zeitungen, von den paar, keine übrig bleibt. Also die Frankfurter Rundschau als, man muss ja die Sozialdemokratie nicht für links halten, dann, ja, ich tue es in gewisser Weise trotzdem noch, vor allen Dingen, weil in der Frankfurter Rundschau sich so ein traditionelles Spektrum irgendwie aufgehoben hatte. Die ist jetzt weg, das ist eine Regionalzeitung, die von Berlin aus bestückt wird. Dann haben wir noch die Junge Welt, Allee geht auch bergab, ob wir noch dazugehören, ist umstritten. Kurzum, es kann für diese Frage der linken Zeitung auch tatsächlich ein Problem irgendwann entstehen. Darüber wird man dann reden müssen und es gibt Schwierigkeiten, da nochmal neu anzufangen. Dass es wiederum nicht ganz so schwierig sein muss, also ich bin auch optimistisch, die Sehnsucht und das Bedürfnis nach Einordnung steigt. Gerade weil alles so schnell geht mit den Informationen. Die Zeitungen, deren Auflage relativ stabil ist oder sogar steigt, sind die Sonntagszeitung und die Wochenzeitung. Was machen die? Die machen Einordnung. Das machen die teilweise ganz gut, das machen die politisch nicht immer so, wie wir vielleicht denken oder je nachdem. Aber dort halten sich die Auflagen und das mag ja auch ein optimistischer Anreiz für linke Zeitungen sein. Als allerletztes, in Italien hat sich vor 2 Jahren eine Zeitung gegründet, relativ weit links, Il Fatto. Die haben eine Auflage inzwischen, das ist unglaublich. Also wer mir erzählt, es sei gar nicht möglich, weil in Italien gibt es ja auch Internet. Ne? Also ich will nur damit sagen, und es ist dort abhängig von den Bewegungen. Dort gab es einfach das politische Bedürfnis nach einer Zeitung. Und wenn es dieses politische Bedürfnis nach Zeitung hierzulande nicht gibt, dann können wir machen, was wir wollen. Bunte Bilder, mehr Luft, weniger Luft. Ich sehe das, also die Debatten hatten wir doch alle. Ja? Vielen Dank. Euch beide, und ehe wir jetzt in die Pause gehen, wir haben freundlicherweise von euch die Zeitungen bekommen hier. Das wird auch so weitergehen. Auch morgen werden wir die schönen Wochenendausgaben kriegen. Und vielleicht ist es ja auch eine Werbeaktion, und vielleicht entschließt sich ja der eine oder die andere, eins der Presseorgane, die wir hier dabei haben, zu abonnieren. Dann wäre das, denke ich, ein zusätzlicher Effekt für unsere
Ergebnis unserer Frühlingsakademie und wäre, glaube ich, von allseitigem Nutzen. Ich danke auch euch ganz herzlich.